Hallo. Ja, guten Tag, guten Tag am Apparat. Ich hätte gerne in der Heribert Maulwurf gesprochen. Ja, einen Moment bitte, einen Moment bitte. Danke. Herr Maulwurf, der Telefon. Ja, Maulwurf. Ja, guten Tag, guten Tag am Apparat. Und zwar, ich grüße Sie. Ich Ja. rufe an vom Bösch direkt und ich bin der angekündigte Rückruf. Denn Sie hatten ja bei einer Umfrage teilgenommen und dabei unseren Rentenjoker für einen Monat gewonnen. Deshalb rufe ich Sie heute zurück. Ja. Und erst einmal herzlichen Glückwunsch von mir. Und damit haben Sie schon den ersten Treffer gelandet und sind ab sofort gewinnberechtigt. Was habe ich Und denn der gewonnen jetzt, wenn Sie herzlichen Glückwunsch sagen? Na, für den einen Monat den Rentenjoker. Das hat man Ihnen ja bei der Umfrage gesagt, als Dankeschön. Na, genau. Und da geht es ja um die Sofortrenten. Ne? Im Wert und zwar von 5.000 Euro und immer für 10 Jahre lang. Und diese Renten, die sind ja auch vererbbar und steuerfrei. Ne? Da wollte ich erstmal, Steuerfrei. genau, steuerfrei und vererbbar. Das Ne? ist ja wunderbar. Ja, deswegen. Na, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Und Dank. kein Problem. Und Herr Maulwurf, was ich Ja. auch noch Schönes habe, und zwar, weil Sie nämlich eine Glückssträhne haben, hat Oh. man sie nämlich auch an mich weitergeleitet. Ja, Denn sind Sie die Glücksfee? genau, denn die NKL, die startet nämlich im April mit der größten Gewinnaktion aller Zeiten. Denn wir müssen hier nämlich mal 1,4 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose ausspielen. Und Sie merken schon, es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose, weil wir möchten, dass jeder Teilnehmer etwas davon hat. Und deswegen haben wir die Millionen auch gestückelt. Das bedeutet, Ihre Lose sind nicht nur einmal am Tag, sondern 100 Mal mit dabei. Und das auch im Wechsel zu den ganzen Millionen. Und am Wochenende sind es sogar über 300.000 Ziehungen, dass wir auch mal eine gerechte Verteilung haben. Das heißt, hier geht kein Teilnehmer leer aus. Und Das alle ist Kandidaten, großartig. genau, und vor allen Dingen alle Kandidaten erhalten die staatliche Garantie, dass jedes zweite Los treffen wird. Und die NKL ist natürlich auch noch weltbekannt für ihre schönen Sachpreise wie Autos, Reisen, Häuser und natürlich jede Menge Bargeld. Und sie spielen mit uns immer ohne Vertrag und ohne Unterschrift in einem exklusiven kleinen Kundenkreis. Und jeder Gewinn ist hier höher als der Lospreis. Das heißt, es gibt also keine Einsatzgewinne mehr. Ja, Und da die ist das Lose. denn dann, spiele ich dann alleine oder in einer Gruppe bei Ihnen? Nein, also ist es so, Herr Maulwurf, hier sind es ja 3 Millionen Teilnehmer. 3 Millionen, okay. Ne? Genau. Weil normal spielt man ja, wenn man ehrlich ist, Herr Maulwurf, normal bei der NKL ja gegen mehr Leute. Da spielt man ja fast gegen die ganze Nation. Wir möchten einfach mit dieser Lotterie, Herr Maulwurf, beweisen, dass Spielen auch mal Spaß machen kann. Das ist sehr Und gut. vor allen Dingen, genau, und vor allen Dingen möchten wir mit den Losen auch einfach mal Werbung machen. Das heißt auf gut Deutsch Mundpropaganda, weil das ist natürlich immer die beste Werbung für die NKL. Was Und ist denn deswegen NKL? ist die Norddeutsche Klassenlotterie, Herr Maulwurf. Dazu Die muss ich kennt aber man. nicht in Norddeutschland wohnen, oder? Doch, ist richtig. Unser Hauptsitz ist hier in Hamburg, Ja, aber ich Herr muss nicht Maulwurf. in den nördlichen Ländern wohnen, damit ich da mitmachen kann, oder? Na, nee, 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 nee. Das Nein, nein, ist, nein. dann ist Das das hat ja damit. in Ordnung. Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Ja. Das wäre ja, nee, das wäre ja unfair. Ja, das weiß Ne? ich ja nicht, weil Sie sagen, Nee, begrenzter nee, Kundenkreis, dass nee. das nur für Ja. Norddeutsche ist. Nein, 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 nein. Also Sehr sehen wir halt gut. nur so, Herr Maulwurf, es sind halt nur 3 Millionen Lose zur Verfügung. Wenn die natürlich weg sind, sind die weg. Ne? Hat aber auch nichts mit Norddeutsch oder Süddeutsch zu tun, egal woher man herkommt. Ich finde, jeder sollte die Chance haben, egal ob Norddeutsch oder nicht. Ich sag mal, das war vor der DDR, wir sind ja nun nicht mehr in der DDR. Deswegen Ne? frage ich, weil das war so schlimm damals immer, dass da solche Unterschiede gemacht worden sind. Ja, na, manche Menschen machen heute auch noch Unterschiede. Ja, aber das, da kann dann irgendwas nicht richtig sein. Ich weiß, aber manche Leute sind dann so, ne? Die sagen immer noch, ja, und die im Norden und wie auch immer. Ich sage, heute ist es doch nicht mehr so. Ja, Ne? eben. Davon Ich braucht lebe man ja doch heute nicht mehr in reden. Bayern mehr Baden-Württemberger und Berliner als Bayern und umgekehrt. Genau, und ich finde das auch, weil ich finde, egal von welchem, ja, Bundesland oder wie auch immer Ort man kommt, wir sind alles Menschen, ne? Richtig.
Und das ist dann immer so, ja, wie soll ich das sagen, was einem dann manchmal auch aufregt. Aber ich finde, na gut, jeder hat seine eigene Meinung. Ja. Wenn die Leute ihre Meinung haben manchmal, dann sollen sie machen. Ne? Richtig. Ich habe meine eigene Meinung dazu, das ist wichtig und ich stehe dazu. Weil ja eben halt nur ein limitierter Teilnehmerkreis ist, Herr Maulwurf, haben wir ja für Sie, weil die nur streng limitiert sind, drei verschiedene Lospakete für Sie reserviert, wo Sie sich eins aussuchen dürfen. Denn das ist nämlich unser Einsteigerpaket, nämlich auch Rentner-Studentenpaket genannt. Nämlich für fünf Lose. Und das hier, also fünf Lose für monatlich 50 Euro und der Gewinnchance von 94%. Oder natürlich meine persönliche Empfehlung, das ist die goldene Mitte, nämlich mit 6 Losen für 60 Euro. Gewinnchance hier 96%. Oder natürlich unser drittes, das ist unser Profi-Paket, nämlich mit 7 Losen, mit einer Gewinnchance von 98% für 70 Euro. Und da die Lotterie begrenzt ist, denn die läuft von April bis September, das heißt, länger läuft das Ganze nicht, weil dann ist das Geld ausgespielt. Und da gebe ich Ihnen heute auch noch extra gern meinen Namen zum Aufschreiben und eine Sicherheitsnummer, damit Sie wissen, mit wem Sie auch gesprochen haben. Sagten Sie jetzt nicht vorhin, dass da eine staatliche Gewinngarantie gibt und jetzt sagen Sie 96%? 96% ist ja 100 fast. Ja. Das ist ja fast die Garantie, die haben Sie ja, Herr Maulwurf, in jedem Paket. Weil es ist hier so, weil da wir ja Werbung machen möchten. Ja. Es ist ganz einfach, Herr Maulwurf, egal mit 5, 6 oder 7 Losen. Ja. Zwei Treffer sind Ihnen garantiert. Ich kann Ihnen nur leider nicht sagen, wann und ich kann Ihnen leider nicht sagen, in welcher Höhe. Ja, aber wenn mit ich jetzt 0 Euro zwei Treffer für 1 Euro mache, dann bin ich ja ganz schön angeschmiert. Na, das gibt's ja nicht. Hier gibt's ja bei uns zum Beispiel entweder 5 Lose, 6 oder 7, Herr Maulwurf. Ja, und was ist also der Mindestgewinn wert? Ja. Der Mindestgewinn ist, Herr Maulwurf, also der kleinste Gewinn ist 160 Euro aufwärts. 160 Euro, und was müsste man da bezahlen? Genau. Das hängt ja davon ab, welche Pakete Sie sich denn, also was für ein Paket Sie sich aussuchen. Wir haben ja drei. Ja. Das eine ist ja unser kleinstes mit 5 Losen. Wie bitte? Für 50 Euro, das mittlere. Für 5 Lose für 50 Euro. Jeweils 50 Euro. Oder das zweite insgesamt? Sind 6. Nein, pro Monat, pro Losmonat, Herr Maulwurf. Also pro Los 50 Die Lotterie? Euro. Nee, nicht pro Los, pro Monat. Also pro Lospaket, nicht pro Monat. Los. Richtig? Nein, das wäre ja ein bisschen teuer. Ja, darum frage ich ja. Nein. Nee. Also in dem ersten Paket bekommen Sie 5 verschiedene Lose. Das heißt, Sie haben 5 Lose zur Verfügung. 5 Und das ist 50 Euro bei mittleren 6 Lose. Für 60 Euro und bei unserem höchsten 7 Lose mit 70 Euro. Ja, weil die Ziehungen, Herr Maulwurf, die sind ja jeden Tag. Ja. Na? Und die Lotterie, die geht ein halbes Jahr, 6 Monate. Und woher kommen diese 1,2 Milliarden, wo kommen dieses ganze Geld her? Das ganze Geld kommt, Herr Maulwurf, durch Sponsoren zum Beispiel. 1,2 Milliarden. Insgesamt. Ich sag mal, das wurde ja dann gesammelt, Herr Maulwurf, das ist klar. Ja. Sponsoren zum Beispiel oder zum Beispiel auch, Herr Maulwurf, weil ich sag mal, die NKL ist ja auch so, die spendet ja auch, davon kam auch was. Ne? Also das sind verschiedene Sachen. Wenn ich ehrlich bin, Herr Maulwurf, ja, woher es kommt, Hauptsache ich kriege was. Ne? Der Rest, wovon es herkommt, das ist mir relativ schnuppe. Ja, muss ich so sagen. Ne? Weil ich sag mal, wichtig ist, Nein, ist kein Problem. Ich sag mal, mich zum Beispiel, ich finde es nur wichtig, dass man hier einfach auch mal nicht mit 0 Euro nach Hause geht. Und ich finde es halt schön, dass die Lotterie begrenzt ist, dass es auch automatisch endet. Das heißt, man braucht auch nicht kündigen. Das beginnt am 1. April und endet wieder am 30.09., das heißt im September. Ja, und ne? Jetzt ist natürlich nur die Frage, genau, haben Sie was zum Schreiben da? Ja. Sind das dann meine Anmeldedaten für das Gewinnspiel? Genau.
Ja, na das sowieso, das ist ja klar. Ja. Da sind wir sowieso mit dabei, ist ja logisch. Nur das, ich sag mal, der ja. Rentenjoker, der ist ja, wie gesagt, für den einen Monat kostenlos, ne? Aber der Rentenjoker ist ja nur deswegen da, ich sag mal, die Rente kann ja leider nur einer gewinnen. Ne? Das ist natürlich wieder was ganz anderes, ja. Weil es ist ja ein Nebenspiel. Es geht ja hier direkt mal um unser Hauptspiel. Ne? Hauptspiel ist natürlich wieder was anderes. Ich dachte, ich hätte was gewonnen und jetzt soll ich rufe jetzt an von der NKL. Direkt. Na, den Rentenjoker, den bekommen Sie ja einen Monat kostenlos. Na, die Rentenjoker, die Rentenverlosung hat ja noch gar nicht angefangen. Die beginnt ja erst im Februar. Ne? Ja, und da werden Sie ja dann auch im Gewinnfall ja von uns informiert. Von Ihnen oder vom Veranstalter. Deswegen. Es geht auch einfach mal darum. Nein, von, na, wie sind ja der Veranstalter? Von uns direkt. Von NKL Bösche. Die NKL arbeitet na, das mit, sind wir, ja. mit dem Internet. Das stimmt genau. Aber nicht, dass das von der NKL ist. Ich dachte, das ist eine Callcenter-Firma. Darum habe ich mich da angemeldet. Nein. Hier geht es ja darum, die NKL ist ja die staatlich anerkannte Lotterie. Ich sag mal, die kennt ja nur wirklich jeder. Ja. Na? Ist ja so. Die NKL gibt es ja seit 200 Jahren. Ja. Na? Darum. Weil die NKL, es geht ja nur darum, die Rentensucker, den kann ja nur eine Lotterie verlosen. Ja. Kann ja nicht, dass einfach da irgendeine Firma da irgendwas verlost. Das funktioniert ja gar nicht. Ja, doch, da gibt es na? Doch das dürfen ja nur geprüfte Lotterien machen. Ja, nee, na so viele gibt's nicht. Also, ja, nee, es hängt immer damit zusammen. Ja. Na? Naja, das hat ja nichts damit zu tun. Ne? Ja, ich sag mal, Sie haben jetzt die Chance, hier mit dran teilnehmen zu dürfen. Ja. Na, das ist nun mal so. Jetzt ist natürlich nur die Frage, natürlich mit welchem Paket, weil ich kann Ihnen ja schlecht natürlich alle drei zuschicken. Na? Ja, welches Paket darf ja, denn für Sie sein? Ich hatte gedacht, ich habe was gewonnen und jetzt soll ich so viel Geld bezahlen. Das ist doch nicht normal. Naja, es geht doch auch mal darum, na, man muss doch... Nee, man muss doch auch mal was investieren, um mal zu gewinnen. So ist es nun mal. Ja, aber dann investiere ich in handfeste Sachen und nicht in solche Angelegenheiten. Sie haben mich jetzt ja im Endeffekt unterm Strich wollen Sie mir das doch nur ist doch Lotto eine Hand. Ansehen. Neulich rief auch einer an, der sagt, Sie haben das da beim Rentengewinnspiel, jetzt müssen Sie eine Zeitung abonnieren. Das ist doch das Gleiche, was Sie machen. Maulwurf, das ist überhaupt nicht dasselbe, weil ich sag mal, müssen tun wir gar nichts. Ich sag mal, die NKL hat genug Teilnehmer. Hier geht es einfach mal darum, wir möchten ihnen einfach einen Gefallen tun und möchten einfach auch mal zeigen, dass Spielen auch mal einfach mal Spaß machen kann. Ja, und da darf man auch nicht so negativ rangehen. Ich darf machen, was ich das hat nichts damit zu tun. Ich hab einmal mitgespielt, Herr Maulwurf, bin ich deswegen süchtig? Das ist doch totaler Quark. Ja. Da kann ich auch sagen, dann dürfen Sie nicht einmal was trinken, da werden Sie auch süchtig. Das ist genau dasselbe in Grün. Also das ist ja Blödsinn. Maulwurf und der Suff hat mein Leben ruiniert. Naja. Gut, ist in Ordnung, Herr Maulwurf. Ich weiß Bescheid und alles Gute denn. Möchten Sie auch einen Wodka Tonic haben? Nee, danke. So eine harten Sachen trinke ich nicht, Herr Maulwurf. Ja, vielleicht können Sie sich dann selber schön trinken. Wie wäre es denn, wenn wir uns treffen auf den Wodka? Das ist ein bisschen weg, Baden-Baden von Hamburg, ne? Wie viele Leute sind denn in Ihrem Callcenter? Das ist kein Callcenter, das ist die NKL, Herr Maulwurf. Wie kommen Sie denn noch auf Callcenter? Das ist bin kein Callcenter. Das ist bei Ihnen so laut wie bei jedem türkischen Callcenter. Nee, das hat nichts damit zu tun. Das sind hier nur mal ein paar mehr Leute. Ich sag mal, ich bin ja nicht nur eine Angestellte bei der NKL. Es sind ja natürlich schon mal ein paar mehr. Wie viele Leute arbeiten in Ihrem Großraumbüro? Dann formuliere ich die Frage halt so herum. Ja, das sind schon eine ganze Menge, Herr Maulwurf. Das sind um die 70, 80 Leute. Und da hat jeder seinen Tisch mit dem Computer, ja nichts damit richtig? Zu tun. Ja, ist richtig. Es ist trotzdem kein Callcenter, Herr Maulwurf. Es ist immer noch die NKL. Die lexikale Definition eines Callcenters. Sie können gerne bei Google reingucken. Naja, bei Google, Herr Maulwurf. Wenn Sie alles bei Google glauben würden. Naja, ist in Ordnung, Herr Maulwurf. Ich weiß Bescheid. Ich wünsche Ihnen natürlich erstmal alles Gute. Ich tut mir natürlich nicht leid für Ihre verschenkte Chance. Leid ne? für mich. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ja, suchen Sie sich bitte eine anständige Arbeit. Tschüss. Wiederhören. Thank you.